Sie gehören zu den Leuten, die sich immer gewehrt haben, die auch einen Mund aufgemacht haben, wenn es mal nicht so angepasst war. Sie haben in China die Eröffnungsfeier geschwänzt, um es mal vorsichtig auszudrücken, um damit auch auf politische Umstände hinzuweisen. Gibt das Ärger, auch im eigenen Lager? Wollen Sie eine ehrliche oder die politische Antwort? Beides. Also die politische Antwort ist, nein, es ist alles wunderbar und das vor den Kulissen ist alles, wir haben uns alle lieb. Und hinter den Kulissen muss man an der Stelle sagen, das gibt richtig Ärger. Also, mit wem? Mit wem? Mit den Nutznießern dieses Systems, die davon leben, dass vor den Kulissen alles schön ausschaut. Also seien das Sponsoren, sei das der Deutsche Olympische Sportbund in vielen Bereichen, sei das sogar das IOC, die sich von mir massiv auf die Füße getreten gefühlt haben, oder zum Beispiel die Volksrepublik China, die mir zwar die Einreise nicht wirklich explizit verbietet, aber es mir A, nicht sonderlich leicht macht und mittlerweile auf die Idee gekommen ist, dass sie mich mehr damit ärgern könnten, wenn sie mich nicht einreisen, also wenn sie mich einreisen ließen, aber nicht mehr ausreisen ließen. Wir haben jährlich da ein wiederholendes Weltcup-Turnier, da fahre ich seit 2009 nicht mehr hin. Unter anderem auch, weil ein sehr guter Freund von mir, ein chinesischer Staatsbürger, der da Übersetzer war eine sehr lange Zeit, mich mal zur Seite genommen hat und gemeint hat, du, das ist kein Scherz, die hassen dich wirklich. Wenn man die Eröffnungsfeier von Olympischen Spielen boykottiert, weil man mit politischen Äußerungen des Gastgeberlandes und den vorher zugesagten Verhaltensregeln und Spielregeln, dass sich das Gastgeberland da nicht gehalten hat, nicht einverstanden ist, dann muss man sagen, mein Gott, wie kleinkariert kann man denn sein, wenn jemand wie Imke Dublitzer, der der Eröffnungsfeier fernbleibt, dann hinterher abgestraft wird, indem man einfach sagt, du, wir wollen dich hier nicht mehr. Also das ist peinlich. Gibt es da so Verhaltensregeln? Das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen. Du hast gefälligst da und da dabei zu sein. Ja, das sind so ungeschriebene Gesetze. Ich habe irgendwann mal so scherzhaft gemeint, als mir jemand mal gesagt hat, sag mal, warum musst du denn eigentlich immer dagegen sein? Und er sagt, weil ich irgendwann mal, glaube ich, am Anfang meiner Karriere, die jetzt auch schon 20 Jahre dauert, ich glaube, so diese Benachrichtigungskarte irgendwie ist von der Post nicht zugestellt worden, wo man irgendwann mal seinen Rückgrat-Entfernungstermin hatte. Leider haben diese Postkarte relativ viele meiner Sportkollegen gekriegt, weil man muss ja nun überlegen, ich bin Leistungssportler, ich bin Fechter, ich mache das seit 20 Jahren. Ich hätte auch was anderes machen können, das wäre meinem Vater lieber gewesen, der hätte lieber gesehen, ich hätte Medizin studiert, direkt nach dem Abi. Habe aber gesagt, ich fand Fechten so toll, ich fand diese ganze Sportwelt so toll, deshalb, ich möchte Teil davon sein. Bis sie dann eben an den Punkt kommen, wo sie feststellen, um Teil davon zu sein, müssen sie so viel von sich selbst aufgeben und müssen so vielen Leuten nach der Nase reden. Trainer, Manager, Verbandsfunktionäre, DOSB-Funktionäre, IOC-Funktionäre. Sie sind irgendwann gar nicht mehr sie selber. Und da kam bei mir relativ früh ein Punkt, wo ich einfach festgestellt habe, ich finde meinen Sport toll. Ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit, indem ich bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr einen Arbeitsplatz gefunden habe, meinen Sport auszuüben. Und ich bin nicht darauf angewiesen, irgendwelchen Leuten in irgendwelche Körperöffnungen zu kriechen, wo keine Sonne scheint, um meinen Sport ausführen zu können. Ich möchte auch nicht davon leben können, sondern ich möchte irgendwann mal einen vernünftigen Job haben hinterher. Und das ist natürlich in dieser Sportwelt, da gucken sie Leute an wie ein Auto. Wie schwer ist das denn eigentlich, nochmal in Anführungsstrichen vernünftigen Job zu finden? Sie sagen, der Vater hätte gerne gehabt, wenn Sie Medizin studiert hätten. Sie haben wahrscheinlich einiges aufgegeben für den Sport, möglicherweise auch ein Studium oder eine vernünftige Berufsausbildung aus der Sicht Ihres Vaters. Sind jetzt bei der Bundeswehr, wobei mich das so ein bisschen wundert, dass Sie sagen, ich will immer das sagen können, was ich will und bin aber auch Soldatin, sind Sie bei der Bundeswehr. Also geht das? Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man sich äußert. Klar gibt es auch bei vielen uniformierten Arbeitgebern Menschen, wo man sagt, ach Gott, muss man die denn haben? Aber generell, wenn man, glaube ich, ein bisschen die Kirche im Dorf lässt und Vorgesetzte feststellen, dass man jemand ist, der eine eigene Meinung hat, der diese eigene Meinung nicht nur irgendwo aus dem Internet runtergeladen hat, sondern sie sich selber gebildet hat und die dann auch fundiert vertreten kann, dann geht das schon, dann geht das auch bei der Bundeswehr mittlerweile. Ich sehe sie nicht nur in völlig rosa Farben, ich sage auch, dass es da sehr viele Dinge gibt, wo massiver Entwicklungsbedarf ist.
Da bin ich jetzt nicht in der Lage, dass ich einfach sage, aufgrund meiner Position, Leute, wir schmeißen den Laden jetzt mal. Da muss ich mich auf meine Vorgesetzten verlassen. Da gibt es eben, wie gesagt, auch so mal die ein oder andere Diskussion hinter verschlossenen Türen. Aber generell muss ich an der Stelle sagen, bin ich bei der Bundeswehr durch meinen Sport und durch viele Sachen. Ich habe jetzt an der Stelle, muss man sagen, nicht nur Sport gemacht. Ich habe, weil ich eine sanitätsdienstliche Ausbildung gemacht habe, damals für die SV und die KV Sanitätsdienstausbildungen gemacht. Das heißt also SV-KV, das war der Kosovo-Konflikt. Und da lernen sie halt auch junge Menschen kennen, die dann da voller Freude irgendwie in den Krieg ziehen, in Anführungsstrichlein, und dann über so ein Übungsgelände springen. Und es macht halt alle Nase lang, wenn irgendwo einer hinläuft, macht es halt piep, piep, piep. Und dann kommt irgendwann mal so ein junger Soldat zu ihnen und sagt, sagen Sie mal, was macht denn da eigentlich immer piep, wenn wir da hinten hinlaufen? Und dann müssen sie den angucken und müssen sagen, hier macht's piep und im Kosovo macht's bumm. Das ist nämlich eine Übmine. Und dann sehen sie einfach auch in den Gesichtern dieser jungen Menschen irgendwo mal, A, dass sie feststellen, oh, was habe ich mich da eigentlich eingelassen? B, sie sind aber in der Lage, dass sie, wenn sie ihren Ausbildungsauftrag ernst nehmen, diese Menschen auf eine Situation in ihrem Leben vorbereiten können, für die sie sich ja irgendwie auch mal entschieden haben, oder respektive bevor sie in der Situation wirklich wach werden und denken, oho, hoppsa, wo bin ich denn hier, sie nochmal darauf aufmerksam machen, dass das Spiel jetzt vorbei ist, sondern dass jetzt der Ernst des Lebens anfängt. Und das war eine Zeit, die ich bei der Bundeswehr auch sehr genossen habe, einfach mit jungen Menschen zu arbeiten und denen zu erklären, okay, ihr habt eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe übernommen, aber seid euch darüber auch im Klaren. Sie sind jetzt 20 Jahre Berufssportlerin. Was bedeutet das denn? Sie müssen wahrscheinlich tierisch arbeiten. Das musste ich, Gott sei Dank hatte ich einen Trainer, der mich im Alter von 13 bis 25, ich glaube, wenn ich mal irgendwo in Ruhe auf meinem Hintern sitzen durfte und einen Kaffee trinken, habe ich Glück gehabt. Aber so ab 25 ist es ein bisschen ruhiger geworden. Fechten ist ein sehr toller Sport, weil wenn Sie einmal verstanden haben, wie es funktioniert und ein bisschen in der Entwicklung drin bleiben, dann ist es sehr schwer, dass man Sie da wieder rauskriegt. Das heißt, mit 25 gehört man noch nicht zum alten Eisen wie in vielen anderen Sportarten? Nee, eben wie gesagt, Fechten ist so ein bisschen eine taktisch-strategische Sportart. Je mehr Flugstunden Sie haben, umso eher wissen Sie, wo es lang geht. Mhm. Und das ist eben eine Sache, das ist im Fechten sehr schön. Bei mir ist es jetzt, ich kann es ganz offen sagen, ich stehe dazu, ich bin 37 geworden, ist es jetzt so, dass ich einfach sage, bei mir geht es hauptsächlich darum, ich muss verletzungsfrei und fit bleiben. Ich muss den Spaß an meinem Sport haben, ich muss den Spaß daran haben, den anderen hinters Licht zu führen, ich muss Spaß daran haben, taktisch-strategische Entscheidungen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden zu fällen. Und das habe ich momentan alles noch, und solange ich das habe, habe ich auch gesagt, bleibe ich auch dabei, wobei, da kommen wir jetzt wieder, da schließt sich der Kreis. Ich habe am Mittwoch meinen ersten Unitag, ich bin sehr nervös, ich hatte auch schon das Vorstellungsgespräch und bin gespannt, ob ich als Studentin oder als Dozentin angeredet worden bin, weil ich bin auf dem Flur schon gefragt worden, entschuldigen Sie, Frau Professor, wo ist denn hier die Toilette? Der sagt, das weiß ich auch noch nicht. Ja, also insofern lassen wir uns mal überraschen. Uni Bonn? Nee, in Köln. Und was machen Sie da? Ja, das war die nächste Frage. Frau Dubitzer, warum bleiben Sie denn nicht im Leistungssport? Warum haben Sie sich denn für angewandte Psychologie entschieden? Meine Antwort war, weil ich jetzt 20 Jahre lang mit Irren gearbeitet habe, die nicht wissen, dass sie irre sind und die sie in keinster Weise irgendwie helfen lassen wollen und mich auch dafür nicht bezahlen. Und ich bin jetzt an einem Punkt mit 37, man wird ja mit dem Alter ein bisschen weiser angekommen, wo ich überlegt habe, ich möchte jetzt mit Menschen arbeiten, die wissen, dass vielleicht so einiges nicht so ganz gerade gelaufen ist in ihrem Leben und an einem Punkt sind, wo sie daran arbeiten möchten und auch bereit sind, dann irgendwann mal an einem Punkt dafür mich zu bezahlen. Und das fand ich eigentlich legitim. Das heißt aber nicht, dass Schluss ist mit Fechten. Nein, nein, das heißt nicht, dass Schluss ist mit Fechten. Wie gesagt, ich bin heute Morgen aus Paris vom Weltcup-Turnier gekommen. Das kann sportlich noch ein bisschen runterlaufen, aber da ich mir eine etwas längere Auszeit nach den Olympischen Spielen gegönnt hatte, die ich auch gesundheitlich nach einer etwas schwereren Verletzung gebraucht habe, bin ich eigentlich so ganz zufrieden. Sie treten ja mit Mannschaften auf. Ist das ein Mannschaftssport oder ist es schon ein Einzelsport? Ja, also wir sind, erstmal ist es erstmal ja ein Einzelsport, aber da sind wir wieder bei den drei Musketieren, da sind wir dann wieder doch beim Mannschaftssport. Das ist ein bisschen modifiziert worden. Früher hat man das dann so öde voneinander hingefochten, da gab es dann auch noch 5 Leute in der Mannschaft, dann wollte das IOC, dass es nur noch 3 Leute in der Mannschaft sind und so mit 3 Leuten, wenn dann jeder gegen jeden ficht und man ficht halt auf 5 Treffer auf Sieg, das ist dann so ein bisschen so eine Veranstaltung wie alkoholfreies Bier.
Macht auch nicht so richtig Laune für die Zuschauer und deshalb ist man auf die Idee gekommen, das fand ich ganz charmant, so ein Stafettensystem einzuführen, was halt auch daran hängt, also das erste Gefecht können Sie sich vorstellen, es geht auf 5 Treffer, das zweite auf 10, das dritte auf 15 und so weiter. Wenn Sie jetzt aber das erste Gefecht zum Beispiel nur 1-1 fechten, dann ficht der zweite Fechter aber trotzdem auf 10 Treffer. Das heißt also, Sie machen das ein bisschen spannender, weil Sie sagen, da können Sie dann auch innerhalb der Mannschaft noch so ein bisschen taktisch, strategisch arbeiten. Da können Sie sagen, nee, so gegen die, da ficht die relativ schlecht. Sieh mal zu, dass nicht so viel passiert, weil danach haben Sie vielleicht eine Paarung, wo Sie sagen, die hauen Sie doch aus dem Hemd. Ja? Und da kann man natürlich dann schon, da kommt ein bisschen Musik rein und das macht dann also auch sehr viel Spaß. Vor allem, weil die Fechter in der Mannschaft auch lernen müssen, füreinander Verantwortung zu übernehmen. Also dieses Verantwortung weiterschieben, ins Off-Delegieren, sondern die Mutter, ach, das macht der Nächste, das lasse ich mal liegen, das funktioniert dann nicht. Also das ist so ein bisschen so, wo ich das ganz schön fand, dass da auch ein bisschen pädagogisches Element reinkam. Du bist für dich und deine Menschen um dich herum verantwortlich, also mach was draus. Spielt da auch eine Rolle, dass Imke Dublitzer immer so ein bisschen aus der Reihe tanzt, immer Widerworte gibt, auch nicht mit dem richtigen Mann verheiratet ist, wie sich das gehört. Sind das so Erwartungen an die deutsche Fechterin, die uns im Ausland repräsentiert? Gut, also um es vorwegzunehmen, wer es nicht weiß, der richtige Mann, den wird es in meinem Leben nie geben, sondern es gibt die richtige Frau. Jetzt auch mittlerweile schon wieder etwas länger. Da bin ich auch ganz froh drum. Aber das ist eben auch so eine Geschichte, die halt im deutschen Leistungssport oder in dieser schönen Welt eben relativ seltsam vermarktbar ist. Das ist schon mal so das erste Handicap. Dann haben sie einfach so eine Sache, wo, also ich bin immer wieder gefragt worden, warum müsste denn immer dagegen sein? Der sagt, ich habe, glaube ich, ein Problem gehabt. Das Wort Nein wird von meinem Unterbewusstsein ausgefiltert. Ja, also wenn mir jemand gesagt hat, Imke macht das nicht, dann habe ich immer gehört, Imke macht das und danach war Schluss. Das haben mir meine Eltern auch irgendwann mal bestätigt, dass ich da nicht sehr einfach gewesen sein muss in meiner Sturm- und Drangzeit. Aber das ist so eine, wie gesagt, ich bin leider Gottes in eine Welt geraten, die von Jahr zu Jahr, und ich meine, ich sehe es ja nun seit 5 olympischen Zyklen, immer oberflächlicher wird, immer mehr auf Produkt geföhnt wird. Es geht eigentlich nicht mehr um den Sport an sich. Wir beobachten es gerade mit Ringen. Es geht um die Vermarktbarkeit des Sports. Und das sind so Sachen, wo ich mich dann hin und wieder mal im stillen Kämmerlein frage. Die Hüter einer doch so hehren olympischen Idee, die Jugend der Welt rufen, lassen es mittlerweile zu, dass Sportarten, die daraufgehend getrimmt sind, dass man sich in einer Stadtmitte auf einer künstlichen Eisbahn mit Schlittschuhen einen Parcours runterstürzt und mit Ellenbogen, Händen, Füßen seine Gegner zur Seite schieben darf, damit man als Erster über die Ziellinie kommt. Dieses Kulturgut Sport ist in einer höchsten Gefahr, dass es zu einem einfachen Produkt verkommt. Und da möchte ich mich nicht mit abfinden, weil ich habe irgendwann mal angefangen zu fechten, weil ich es toll fand, Cornelia Hanisch in Los Angeles damals zu sehen und gesagt haben, was für ein toller Sport. Und ich möchte einfach, dass viele Jugendliche heutzutage einfach auch mal wieder sagen, hey, das ist ein cooler Sport. Weil fit muss man schon sein. Weil fit muss man schon sein. Wir haben zum Beispiel auch, klar, wir müssen uns der Vermarktungsdecke strecken. Das Internationale Olympische Komitee versucht halt immer weiter uninteressante Sportarten, die im Grunde genommen nicht gleich ihre kompletten Sponsoren gleich mitbringen ins olympische Programm, so weit zu reduzieren. Wie gesagt, wir hatten irgendwann mal 5 Leute, dann waren es 4 Leute, die im olympischen Dorf wohnten, jetzt sind es nur noch 3 Leute, die im olympischen Dorf wohnen dürfen. Wir haben ein rollierendes System, weil wir, obwohl Zug der Gleichberechtigung, Männlein, Weiblein, Damensäbel nicht olympisch geworden wäre, wenn man kein rollierendes System entwickelt hätte, weil das Internationale Olympische Komitee gesagt hat, was, ihr wollt 2 Medaillenentscheidungen mehr? Das heißt, wir müssten ja 2 Wettkampftage mehr haben. Das heißt, wir hätten ja 2 Tage länger einen Sport, der jetzt nicht so direkt die Sponsoren mitbringt. Und das, wenn Sie sich das einfach mal alles überlegen, dann muss man schon fragen, lieber Leistungssport, wo wollt ihr hin? Was erwarten wir von Sport noch? Ich meine, Leute, die Kinder haben, die überlegen sich, glaube ich, ganz genau mittlerweile, in welchen Sportverein soll mein Kind denn gehen? Was für Werte sollen denn meinem Kind vermittelt werden? Und gerade das ist eben einfach so eine Sache, wo man sagt, wird das in einem Sportverein heute noch vermittelt? Und wenn ja, also ich habe auch mal eine Zeit lang A-Jugendliche trainiert, das sind die Mädels bei uns bis 16,
mein absoluter Horror war, wenn ich versucht habe, denen beizubringen, Fechten ist ein toller Sport und Sport machen und mit zusammen und allem drum und dran. Und dieses Mädchen sich wirklich irgendwann mal für ein Großereignis qualifiziert und dann danach zu mir kommt und sagt, weißt du was, das war alles total doof, du hast mich total angelogen. Ja? Und das sind warum? So Sachen, was hat ihr gefehlt? Es ist einfach, es kommt heutzutage nicht mehr nur noch auf Leistung an. Also auch im Leistungssport ist eben, wie gesagt, die Vermarktbarkeit, der Sportler ist auch nur noch ein Produkt. Also die Leistung, die sollte halt in vielen Bereichen schon da sein. Und wenn halt die Leistung nicht stimmt, dann muss die Verpackung besser sein. Das heißt, da fehlten die Cheerleader und sowas. Und ja, genau, wie gesagt, oder eben zum Beispiel bei den Jungs, die müssen dann also schon dementsprechend fit gebaut sein. Die Mädels müssen sämtliche Bildbams-Skala, bunte Stories mitmachen, müssen eben, wie gesagt, am besten den 2,10 Meter Kanuten daneben sich stehen haben und keine Homestory darf ihnen mehr zu billig sein. Und das ist eben eine Frage, wo ich sage, muss man das alles über sich ergehen lassen? Vielleicht, weil man es in dem Sport schafft, 5 Olympische Spiele mitzumachen. Das ist ja auch in anderen Sportarten fast unmöglich. Ne? Oder gibt es noch andere, wo man das auch kann? Ja, also im Kanu, die Birgit Fischer, die hat da ja auch nur noch mächtig abgeräumt. Das ist einfach, ich glaube, man macht 5 Olympische Spiele mit, weil man den Sport macht, den man liebt, weil man verrückt nach diesem Sport ist. Und weil man für diesen Sport brennt, ob das jetzt Schrubberhockey, Hallenhalmer, Fechten, Kanu, Skifahren oder was es da alles gibt, ist. Ich glaube, wenn man wirklich für seinen Sport brennt, dann kann man das, dann ist das möglich. Wie viele schaffen Sie noch? Also es gibt Leute, die immer noch Panik haben, dass ich noch die nächsten schaffe, weil es gab auch schon die Äußerungen von Leuten, die so im Hintergrund immer so dran kratzen, aber es einfach nicht schaffen, weil sie auch nicht genug da rein investieren und nicht genug für den Sport brennen, die gesagt haben, naja, die eine lässt sich wegschwängern und die alte Kuh, das war dann ich, die hört dann ja eh auf, dann bin ich Nationalmannschaft. Das ist natürlich auch eine Denkweise, aber da habe ich mir jetzt, das war so eine Geschichte, ich hätte eigentlich ganz gerne nach London aufgehört, um mich eben auch voll auf mein Studium zu konzentrieren. Die junge Dame konnte nur nicht wissen, als sie diese Äußerung getätigt hat, dass ich gerade blöderweise vor der Umkleidentür stand und gedacht hat, so, da werden wir doch mal sehen. Ja. Also insofern, wie gesagt, man sollte das dann nicht... Also zumindest eine kriegen wir noch genau, mit. Also wie gesagt, wir gucken mal, ob es mit Rio noch klappt und insofern schauen wir mal, also Lust habe ich noch, Spaß macht es noch und ja, mal gucken, wo der Deutsche Fechterbund hin so hindümpelt. Vielen Dank, dass Sie da waren. War ein sehr interessantes Gespräch. Für mich vor allen Dingen, der ich von Sport keine Ahnung habe. Vor allen Dingen von den Dingen, die mit dem Sport drumherum so zu tun haben. Danke nochmal. Alles Gute. Danke für die Einladung.